Lothar, es gibt ja auch gesetzliche Arbeitszeiten. Wie war das da beim Hochwassereinsatz? Ach, den kannst du den Mülleimer treten. Weißt du, wie lange wir gearbeitet haben? 30 Stunden. 30 Stunden am Stück Tuschur durchgearbeitet. Also meine Schüler zwischendrin habe ich immer mal ein wenig irgendwo in den Bus reingelegt oder so. Aber wir vom Stammpersonal waren 30 Stunden am Stück da. Also ich war tot. Wir sind am nächsten Tag dann früh um 7 Uhr rausgelöst worden von wiederum einer anderen Schulklasse, Polizeischülern. Ich bin dann auch nach Passau reingefahren, zu dem Einsatzleiter, habe mich dann noch abgemeldet, habe meinen Bericht abgeliefert. Musst ja nur Bericht schreiben. Das ist ja nicht so, verstehst du, kommst und gehst, sondern da ist ja noch Schreibkram da und dann habe ich den Bericht abgeliefert. Und dann sind wir da früh um 8 Uhr losgefahren und waren Mittag um 12 dann erst in Dachau. Und da waren meine 30 Stunden voll. Aber da kannst du glauben, da war ich fertig. So ein Einsatz wie dieser, glaubst du, dass der die jungen Polizistinnen und Polizisten in Ausbildung geprägt hat? Natürlich haben wir oft drüber uns unterhalten. Auch danach immer noch. Wenn ich die später mal, wie die dann schon in der Ausbildung fertig waren, wenn man sich mal trifft und dann, da weißt du noch und wie und so. Also das sind schon Dinge, die prägen dich. Aber weißt du, das Interessante war halt auch immer, diese Polizeischüler sehen mich ja als Lehrer. Da steht da vorne und erzählt da irgendwas. Ne? Und dann erleben sie dich plötzlich im Einsatz. Und dann sagen die zu mir, sie sind ja wirklich so, wie sie das immer und überraschen lassen. Also die drei sind's: Facebook, Instagram und TikTok. Richtig. Lothar Riemer, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Philipp, und macht's es gut, Leute. Ciao.